gucken wir uns jetzt zum ersten Mal nach längerer Zeit vom Mr. Flohmarkt seine neueste Flohmarkt-Folge. Und zwar PSA, Pokémon bis Dinosaurier, alles dabei. Live-Flohmarkt Retro-Hunting. Wir gehen direkt rein. Euch allen ganz viel Spaß. Wir machen aber gleich das kurze Thumbnail, weil ich denke mal, ich werde ihn auch auf YouTube hochladen, die Reaction. Und ja. So, wir gucken mal. Da er sich ja noch nie zuvor auf YouTube gezeigt hat, schwierig da jetzt ein Thumbnail draus zu basteln. Ich denke mal, wir können einfach mal, ja, ein Thumbnail einfach von seinem Profil-Account machen. Da muss ich mal ganz kurz den Chat deaktivieren und den Sub-Goal deaktivieren. So, los geht's. Oh, ist aber sehr schnell vorbei. So. Moin nochmal. Moin. Hast du auch Pokémon, Yu-Gi-Oh-Karten dabei? Ja, sonst ist, kann ich nichts. Ja, ich kann sonst nichts. Ich an Thumbnails, ich weiß nicht, was ich da am besten als Schnappschuss machen kann. Also schwierig. So. Mr. Flohmarkt auch aus dem Robot. Oder nur Pokémon? Leider nur Pokémon-Karten. Okay, Obwohl er dann nicht will. gut, alles klar, das müsste eigentlich reichen. So, zack und zack. Los geht's. Schade, schade. Leider ist mir nicht. Nur alte Base-Set-Karten noch nur. Ja, die muss ich mir mal angucken, mein Dankeschön. What the dog doing? Yo! Rurik 1111. Schönen guten Abend. Willkommen zu der Saiyajin-Familie. Wie geht's dir? Danke für deinen Follower. Also ich bin ganz ehrlich, Leute, ich kenne mich mit TCG-Karten gar nicht so aus, was sie wert sind. Null Schema. Ne, aber wenn ich halt so Karten günstig ne mitnehmen kann oder mal für andere, dann nehme ich es auch gerne mit für einen kleinen schmalen Talerchen, ne? Aber der Mr. Flohmarkt kennt sich da ganz gut in der Thematik aus. Finde ich gut. So, okay. Oh, Pantimos, das ist eine alte Karte von früher, ja. Auch cool aus. Kann ich die auf 2 Euro machen? Können wir auch machen, ja. Stopp. Ich danke. Relaxkarte? Ne, nur den einen. Wie viel nimmst du hier für sowas? Für die Dingeraufsätze? Ja, ich hätte gesagt, das ganze Paket für 4 Euro. Toni, bist du auch bei den Dortmund und Bochum unterwegs oder zu weit? Ja, war ich noch nie zuvor gewesen, flohmarktmäßig. Wäre mir etwas zu weit, weil das würde sich nicht lohnen, weil ich fahre meistens auf Flohmärkten, die alle in der Nähe sind, wo ich das immer kombinieren kann. Ne? Also, wenn ich jetzt auf einen großen Flohmarkt fahre und ich bin da durch, dann fahre ich halt zu den nächsten, der dann meistens 20 Minuten entfernt ist, manchmal 30. Das ist immer so um den Zeitabstand ist, aber so weiter weg. Ne? Düsseldorf ja auch, klar. Da habe ich auch meine Jagdgebiete. Aber ja, weiter weg könnte ich mal irgendwann in Angriff nehmen, aber jetzt momentan, nee. Ne? Aber ich kann euch schon mal verraten, die nächste Flohmarkt-Folge, die Ende des Monats rauskommt oder Anfang nächsten Monat, da war ich knapp 100 Kilometer unterwegs gewesen. Auch mal war ich zum ersten Mal da. Das wird ihr aber dann erst sehen, wenn es soweit ist. Essen auch nicht, nee. Gucken wir mal, wie viel ich hier noch habe. Machen wir 3,50 mit der Karte? Vielleicht sehen wir dieses Jahr auch mal Content von mir. Okay. Machst du auch YouTube oder was? Wenn ja, wie heißt denn da? Oder kommt bist du bald ein Newcomer in der Flohmarktszene?
Dann kann man ja vielleicht eventuell was von dir sehen. Vielleicht kann man dich ja mal hier mal einbauen. Warum nicht? Sehr gerne. Kuss, Digga. Dann muss ich auf den Fünfer gehen. Kuss, Digga. Den hat er noch. Ein Kapitel 50 Cent Stück leider wieder. Ich hab noch nicht so etwas mehr. Ja, drauf. Sonst gib mir einen Euro und alles gut. Okay, gut. Ich danke. Und die. Okay. 30 Jahre so unterwegs, aber vielleicht bald einen eigenen Kanal. Oh, echt? Krass, 30 Jahre? Heftig, ey. Okay. Ja, wie gesagt, sehr gerne. Wenn du, wie gesagt, mal Bock hast, ne, hier, Discord, bam, folg mir da, Regeln akzeptieren, gib dir deine Rolle, die du halt haben willst, um die Bereiche zu aktivieren, gilt auch für alle anderen hier, dann sag mir da gerne Bescheid, schreib mir eine private Nachricht und wenn du Bock hast, dann baue ich dich gerne mal in meine Rages mal hier rein. So, wenn es soweit ist. Kann ich dir gerne ans Herz legen. Schönen Sonntag und viel Erfolg noch, was? Schon längst getan, ja, sehr gut. Cool, dann freue ich mich schon drauf, cool. Ciao, ciao. Richtig und wichtig. POV, ich kaufe da was und vergesse mein davor gekauftes da. Nein, dein Ernst? Hast du was vergessen da? Oh. Okay, super, danke. Nicht dafür. Gerne doch. Ja. Da ist ein Beyblade drin. Nee, ja, mal kurz die 10 hier in meinen Pixel. Bakugan ist da drin. Okay. Kennt man. Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Live-Flohmarkt-Video auf diesem Kanal. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, ich bin Sammler und daher meist auf dem Flohmarkt unterwegs am Wochenende, um meine Sammlung mit Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten, Manga, Videospielen oder anderen coolen Dingen aus meiner Kindheit zu erweitern. Früher habe ich sowas auch noch ein bisschen nebenbei gemacht, um meine Sammlung zu finanzieren, daher seid ihr hier als Sammler und oder als Reseller genau richtig. Daher würde ich jetzt sagen, let's go up zum Video. Ja, geil. So, moin, da ist er nochmal. Wie viel nimmst du eigentlich für das Deck? Mr. Flohmarkt, Stimme wie eine Maschine. Auf jeden, ne? Richtiger Cyborg, Alter, Kapi. Ne? Hier, C17 und C18 oder C16. Oder neuer Cyborg von der Dragon Ball Saga. 110 geht für Card Market, glaube ich, sogar von mir. Oh, 133 Euro, Alter. Ich bin nur interessiert so deswegen. Ja. Cool. Hast du auch Yu-Gi-Oh-Karten oder nur Pokémon-Karten? Das Einzige, was ich von Yu-Gi-Oh-Karten habe, ist nur noch das Game-Deck. Die anderen sind alle zu Hause. Muss aber auch 20-fach einsprechen. Ja, okay, glaube ich. Ich kenne das auch von mir zu gut. Ne? Bis eine Aufnahme richtig sitzt, brauche ich auch meine 2, 3, 4 Mal. So, weil ich selber das nicht weiß, wie man. Das bei den Yu-Gi-Oh-Karten funktioniert, weil ich habe schon relativ alte. Okay. Ich bin eher in der Pokémon. Ne? Also ich auch ganz viele Yu-Gi-Oh-Karten kaufe. Ich verkaufe die meisten, auch so für 10 Cent sogar nur. Aber ich habe jetzt angefangen, die älteren auch so 30 Cent zu verkaufen. Ich habe auch gesehen, dass die auch ein bisschen teurer gehen, so, aber ja. Ist halt immer, umso mehr man nimmt, umso günstiger wird es halt auch, war. Deswegen. Hast du eigentlich eine GoPro, Mr. Flohmarkt? Und wenn ja, welche Version hast du? Wenn das eine GoPro ist, die du da hast? Weil ich habe eine GoPro Hero 9. Ich glaube, die 11. ist die aktuellste. Kann das sein? Du hast eine. Eine 10er hast du. Ah, okay. Ah, gut zu wissen. Das Ding ist, ich suche schon länger für meinen Kumpel, den Hometown Retro, eine GoPro für einen guten Kurs. Der will ja selber mal eine GoPro besitzen, aber es ist für ihn momentan einfach zu teuer, eine GoPro zu kaufen. Ne? Ich habe eine 8er. Ne, gibt schon 12. Oh, okay. Aber macht das viel Unterschied? Hab eine 5er, die ich verkaufe. Okay, eine 5er. Okay. Aber ist aber nicht so gut, so teuer, oder? Also ich weiß nicht. Kriegt man da schon was für die 5er? Und kann er alle Funktionen wie die 9er oder die höher? 2 Stück letztes Jahr auf dem Flohmarkt gesehen. Oh! 5er ist zu alt. Ja, das ist das Problem, ne? Ja, was für coole finde, Sachen, da ist kaum Fallunterschied. Also. Okay. Sieht man ja auch nicht mal. Weißt du. Kannst du alle Funktionen nutzen wie bei der Hero 8 oder 9? Mit Akku laden und Akkus austauschen, dieselben und so. Also Hälfte meiner Videos online ist mit 5er. Okay. Was wolltest du dafür haben? Wenn du willst, halte ich die Augen dieses Jahr auf. Kannst du gerne machen, Demian Reck. Also nicht für mich, wie gesagt, nur für meinen Kollegen, den Hometown Retro. Er hat eine Kamera für 65 Euro und die ist nicht so dolle. Da ist er nicht so stolz drauf. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn ich mal irgendwo eine günstige GoPro finden sollte, dann kaufe ich die für ihn auf jeden Fall ein. Ne?
Könnt ihr ja mal nochmal so schreiben. Ja klar, gerne. Da war eine 7er, die wollte 30 Euro haben. Nein, echt jetzt? Boah, ja, Schnappi, Alter. Ja, wenn sowas ist, Leute, gebt mir gerne Bescheid. Ne? Am besten ab GoPro 7, 8. Die ist 60 und die andere, ja. Ich bin ganz ehrlich, da nehme ich auch nur 20, 30 dafür. Ja, doch gut. Ja, die habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen. Ich denke, alle, oder? Alle hast du geschenkt bekommen? Oder? Kenn ich auch noch, Nick da, Lumanda, PSA, die habe ich geschenkt bekommen. Also, die würde ich echt gerne mal sammeln, die ganz alten Karten von früher. Die sind schon geil, nostalgisch. Die neuen so... Kann ich nicht mit viel anfangen, aber die alten sind schon. Von wem ist schon cool. War trotzdem cool, war so gegradete Karte. Das ist bloß das Set und drin sind die Hüllen dafür. Wie viel soll das kosten? Ich habe das aus Japan bekommen, gerne 30 Euro. Ja, sieht man ja hier auch nicht. Als für nee, also, das hat man ja, nie gesehen. Großbritannien, ja. Australien. Das sieht schon cool aus, so. Ich finde es hier. Sleeves, 151er, das sind noch mehr Sleeves. Kannst du rausnehmen. Habe ich Filmsleeves für so eine Sleeve-Packung? Erstmal gleich machen, kann ich das erstmal schnell festmachen. Okay. Dann hast du es auch gleich kurz. Okay. Gut, ich gucke jetzt hier nochmal durch. Okay. Oh, der Taubos, Dragoran, Lektoball, Ariosaktil kenne ich noch. Aber ich bekomme mein, gar nicht. Dragoran? Ich muss kurz mal gucken. Das Ding ist, ich habe da so viele Karten drin, will ich nicht immer alles gut. Alles gut. Den Preis reinschreiben. Hier. Ach, die Mew-Karte von Pokémon. Der Film 2 oder 1. Die hast du ja damals, wenn du reingekommen bist im Kinosaal, hast du die, glaube ich, bekommen. Die Karte, ne? Das ist ja auch gut was wert. Hier Glurak, Geowatz, Gengar, Nachtara. Ja. Ja. Kannst du gerne nachgucken. Kein Problem damit. Ich glaube, bei Kartenmarket kann man ja die Karten mal vergleichen, ne? Was sie einen Wert haben, ne? Und Karten verkaufen. Die Ditto-Karte ist cool. Ja, ich finde die... Ui, die Mew-Karte aus dem Film, ja, die ist sehr wertvoll. Einige bieten sogar 1000 Euro für die. Alter, krank, echt? Insgesamt die Ditto-Karten, wo sich die so einfach verstecken, voll witzig. Ja. Heftig. Habe ich bis jetzt noch nicht so viele gesehen, aber sehr cool. Mew-Promo, 25-30. Hast du auch Interesse? Willst du die rausnehmen? Ja. Alle, die du willst, das Euron auch noch mit rausnehmen, dann hast du. Genau, mach das mal. Ich würde die dann alle top-laudern, weil sonst ist das ein bisschen schlimm. Ja, du kannst ja schon mal nachgucken für das Ditto hier, ja. Und für das Dragoan, bitte. Cool, cool. Sind die alle selber gezogen, oder? Ja. So ordentlich viel Geld reingehauen, oder? Ja. Und ich muss noch Evolving's Kreismaster setzen. Die Pokémon Company. Sie ist sehr selten. Ich glaube, es gab 5000 Stück von ihr oder so. Echt nur so wenig? Oh. Oh, oh, oh. Ja, und das sind chinesische Karten aus dem Surprise Box Care Package. Okay. Bei der evolved. Aber in den neuen Karten bin ich gar nicht so drin, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da eher bei den älteren Karten. Vintage, immer. Ja. Ach, es gibt jetzt schon sehr, sehr coole neue Karten. Die Karten hier. Ach, keine Ahnung. Verzeihung, Moment. Ah, nein, ich habe mich gerade verdrückt. Die Karten hier. Das sind die alten von früher, die ich noch kenne. Die hier, aber die gar nicht. Ne? Gibt Leute, die so verkaufen und manchmal haben die halt Glück. Müsste ich mal auch mal fit mitmachen. Okay. Ich kann eigentlich. Also ich habe jetzt auch mal ein paar Evolving Skies und sowas mal aufgemacht, so, aber an sich habe ich dann schwierig so ab Diamant und Perle, da habe ich dann irgendwie aufgehört, ja, so weißt ja, du? Ja. Aber das finde ich so mittig. Boah, der ist auch cool. Ist halt japanisch, das ist halt auch ein bisschen anders. Ja, nevermind, Koreanisch. Mein Witz. Ja, gut. Kannst du ja mal ansagen, was die kosten vielleicht. Kommen wir da ja zusammen. Muss man selber auch nachgucken mit der Condition. Da würde ich auch nicht mehr. Aber die anderen, die hier sind, die alle sein. Das Ding ist auch bei Flohmärkten, ne? Das ist manchmal so eine Sache. Viele Verkäufer kaufen sogar gefälschte Pokémon-Karten, ne? Ich könnte den Unterschied gar nicht so erkennen, welche echt ist und welche nicht. Die muss irgendwie geriffelt sein, die Karte. Und manche Karten sind ja hinten etwas heller als normal. Dann wärst du direkt, oh, die ist gefälscht, aber
ich könnte das auf Anhieb nicht wissen, was echt ist oder was nicht. Die sind manchmal zu eins so nachgemacht, ey, dann erkennst du das manchmal auf Anhieb nicht. Wenn ihr irgendwie was wisst, wie man das unterscheiden kann, schreibt es gerne rein. Das sind Yu-Gi-Oh! Karten. Schwierig, immer hinten am Schatten vom weißen Punkt. Okay. Immer hinten am Schatten vom weißen Punkt. Okay. Das ist, das erkennt man das bisschen und Rand. Ah, okay. Kurz wissen, andere Farbe. Okay. Fühlen sich anders an. Okay. Ne, Beyblade-Meister. Was? Das gibt's sogar ja, mit Beyblade-Karten? Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne halt die Beyblades, die man halt rippt. Let it rip. Die würde ich mal gerne auf dem Flohmarkt mal sowas finden. So ältere Beyblades. Die würde ich gerne mal sammeln. Aber so Karten, ah, nee. Ich fühle nur die alte Beyblade-Staffel mit Tyson und so. Die waren schon cool. Am besten ein paar Originale, sonst bis mit zum Testen oder Fühlen. Von der Haptik- und Gewicht-Quali. Das ist auch eine gute Idee. Auch originale Karten mitnehmen. Und dann kann man das ja unterscheiden. Wenn eine Anzahl war, da vertut man sich mal leichter. Das die sehen cool aus, sind aber fake. Alle. Ja. Die Beyblade Metal Fusion Staffel fand ich am besten. Habe ich nicht eine Folge von gesehen. Ich bin bei Beyblade schon viele Jahre raus. Ich kenne nur die ersten zwei Staffeln von früher. Das ist Star Wars. RTL 2 Zeit, aber danach waren wir Game Star Over. Star Wars habe ich auch noch ganz viel zu Hause. Ja. Die auch gefühlt nicht wert. Also das Ditto ist nämlich ein Euro dafür, das Euro war nämlich 2 und das Darker ist halt leider das Schlimme bei dir. Also schlimm in Anführungsstrichen. Es ist 14 ungefähr. 14. Okay, dann würde ich das mal wieder zurücktun. Dann würde ich die anderen beiden nehmen. Wird's mal ein Video mit Patrick und dir geben? Welchen Patrick meinst du? Müsstest du mal genau sagen. Ich glaube, unsere wird bei 3. Können wir auch 2,50 machen? Von ihr abkommen. Ich danke. Und vorsichtig. Zockerbude, ach so. Ich habe den ja letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Da war der bei uns in Herten gewesen. Und da hat er mich ja kurz aufgenommen mit seinem Handy. Und da haben wir ein, zwei Fotos geschossen. Wir haben ein bisschen gesmalltalkt und ganz feiner Kerl, muss ich sagen. Sehr sympathisch. Keine Ahnung, mal gucken. Ne? Wir wohnen ja auch in zwei verschiedenen Orten, also ob man sich mal wieder trifft, weiß ich nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, also müssen wir mal schauen. Ne? Aber ich denke mal, auf der einen oder anderen Retro-Börse werde ich bestimmt mal sehen. Ne? Aber wie gesagt, ganz feiner Kerl, ne? Auf jeden Fall. Aber mit ihm auf den Flohmarkt zu fahren oder zu gehen, wäre mal eine coole Idee. Ne? Yo, Zenka, Dennis, guten Abend. Was geht, Brudi? Küsschen aufs Nüsschen. Einer meiner Mods sind am Start. Digi, nochmals Dankeschön für den dicken Support auf meiner ersten Flohmarkt-Folge von gestern. Seit längerer Zeit. Ich bin ja wieder back in business. Wie geht's dir? Wie geht's? Ne, hab ich auch sehr gefreut, dass du reingeschrieben hast. Gibt so viele, die aus dem Ruhrgebiet kommen. Wäre doch mal was. Ja klar, warum nicht? Wäre doch mal eine feine Sache, ne? Metal Flow leider nicht, ja. Aber so viel ich weiß, ne, der Metal Flow ist dann auch ein bisschen in der Mache. Vielleicht sehen wir ihn ja auf der Retro-Börse in Oberhausen im Mai. Also würde ich feiern, ne? Wir sind ja auch extra nach Heidelberg gefahren. Und ich habe mich auch sehr gefreut, ihn da kennengelernt zu haben, da vor Ort. Und war ja auch ein geiles Video, wo ich in Heidelberg war. Oberhausen würde ich feiern, Digga. Wenn ich Metal Flow sehe und viele andere. Ja, wir reden gerade über dich, Digga. Müssen früher schon Videos hoch und dann letzter Jahr immer erst. Also. Da glaube ich sogar noch klein. Also, Oberhausen ist meine nächste Station, wo ich hinfahre, Retro-Börse-mäßig, ne? Danach fahre ich nach Krefeld. Ist auch die Retro-Gamescom bei mir. Ist eine gute halbe Stunde entfernt. Da fahre ich auch hin. Und dann, ja, Montabaur irgendwann. Dicker, alter Spiegel und so. Hä? Verstehe ich nicht? Immer fresher Cap wie Toni. Komm nach Mainz am 6.4. Oh, ja. Ja, auch eine Idee, aber. Ich weiß nicht, ob ich da kann. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich würde eigentlich auch einen eigenen Stand machen. Aber ich dachte mir, so ein bisschen Karten und so, denn ohne so Unterschlupf. Also, ich habe zwar ein paar Pavillon, ja. Aber. Richtig. Ja, war mir denn irgendwie auch nicht so richtig was, denn. Dachte ich mir so. Dankeschön. Mach da lieber doch nicht. Ja, also eigentlich wollte ich schon
selber meine Tische mitnehmen und so. Weil dann habe ich gesehen, Wetterbericht, muss ich immer gucken, wie ich das mache. Ja, das ist so. So, ich glaube. Spielst du eigentlich auch Yu-Gi-Oh? Oder? Nur online. Achso, okay. Nur online. Einfach nur wegen Karten kaufen, damit du sowas nicht machen musst, oder? Genau. Spielst du dann so Meta richtig, oder? Nee. Ich habe bei XYZ aufgehört. Okay, ich habe bei 5Ds habe ich aufgehört. Oh, also bis 5Ds spiele ich noch so. Ja. Da alles, aber danach hört es dann auf bei mir. Eins. So. Nee, weiß ich nicht, da ist mir irgendwie so nicht das Lust drauf. Da ich habe den Anime nicht geguckt, vielleicht auch deswegen. Ja, ja. Denn ich habe auch nicht mehr so Lust. Erste Staffel durch und dann gut. Okay, nee, mir hat auch jemand erzählt, dass der Yu-Gi-Oh! Anime von 6 oder sowas. Der ist so richtig krass. Battleflow, das Video von der Retro-Börse von ARPA habe ich gefeiert, wie du am Ende da zwinkerst in Slow-Motion. Ja. Bin halb am Schlafen, dachte ich, guck mal rein hier. Bin so süchtig nach TCG sammeln und das ist nicht normal. Oh. Aber. Okay. Jo, Dennis, musst du morgen arbeiten oder was? Also heute? Ich denke mal schon, ne? Keine Ahnung, irgendwie. Bei dem Stand hier waren wir bei einem Pokémon-Sammler. Der hatte auf jeden Fall sehr, sehr coole Ordner dabei. Ich habe mir die auch komplett angeguckt. Und ich hätte mir am liebsten noch viel, viel mehr Karten mitgenommen. Aber ich habe leider nicht so viel Geld gehabt. Deswegen habe ich mich nur für die beiden Karten entschieden. Aber trotzdem sehr cool erfunden für die paar Euro. Und da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Okay. Morgen. Das Werwolf hatte ich für 2 Euro davor noch gekauft. Okay. Boah, Junge, Wecker klingelt um 4.40 Uhr, aber egal. Oh, Digga, da geh mal ab nach dem Bett, Alter. Puh, da wäre ich platt, ey. Uiuiui, warst du gute 4 Stunden Schlaf. Dann bist du bei mir bald genau richtig. Spoiler, ich habe 2 Lokana-Displays, die ich on cam aufmachen will. Ja, hat der Flo mir erzählt, dass er irgendwie bald neuen Content macht, so ein bisschen Neben-Content, ne? TCG-Booster-Karten und Displays aufmachen. Warum nicht? Würde ich feiern. Hier noch mehr Manga-Zeug oder nur das hier? FIFA. Ah, Devil May Cry. Ist das Remake oder Remaster? Also so ein nachgemachtes Devil May Cry. Ah, das ging so. Hat jetzt nicht an die alten Teile richtig krass geknüpft. Wie soll hier so ein Spiel kosten? Eigentlich so 2 Euro pro Spiel. Oh, 2 Euro pro Spiel, das ist günstig. Und dann kann man DMC mitnehmen. DMC, GTA. Mhm. Sind auch in einem guten Zustand, kannst du auch reingucken. Habt ihr noch mehr Manga-Zeug oder nur? Nee, das sind meine letzten. Schade. Das ist günstig. Das ist eine Switch oder? Nee. Ja, aber für die Lite. Habt ihr da noch mehr von der Switch oder? Nee. Ja, dann würde ich die hier einmal. Alle 3 hätte ich für 5 Euro mitgenommen. Mal nehmen wollen, bitte. Ja. Ist von Monster Hunter, ja? Ja. Okay. Aus Japan. Wie viel soll sowas kosten? Echt? Das Spiel kostet echt so viel, normalerweise, das Layer. Ich sehe hier auch die Leute. Ah, warte mal. Mal gucken. Oh. Also die 25 Euro für beide Flöten. Hero Academia. Mhm. Weil die sind neu, standen auch nur rum. Mhm. Hab nicht die genauen gefunden, okay. Die hatte ich im Angebot gekauft. Die kostet eigentlich 70 Euro. Im Angebot hatte ich sie gekauft. Ich würde sie für 30. Ja, dann brauchst du am besten 2 Cams, Flo, wa? Noch eine kleine Webcam oder was, wo du halt von oben nach unten filmst, wo du die Karten aufmachst und einmal, dass du dich filmst, ne? Dass du 2 Kameras irgendwie aufmachst, anhast. Ne? Cool. Ja, am besten. Ja, ich habe ihn angerufen, er hat alles von Amazon. 90 Euro, Alter, krank. Okay, aber Herr Geis, es ist nicht teuer. Kannst du Schwert wechseln? Kannst du Schwert wechseln? Gesicht kannst du wechseln? Ah, nee, ich glaube, das wäre mir eine Leiter. Trotzdem, danke. Naja, wenn du schon auf Kabel zu Hause hast. Der ist jetzt gut, der ist gleich. Die kosten halt nur iPhone habe ich. Als ob man Bock auf meine Hackfresse hat, wenn es um Karten geht. Alter, warum denn nicht, Alter? Also ich würde es feiern auf jeden Fall, warum nicht? Ey, Tonon, 93, was geht? Antonio, ja, also Video war top, auf jeden Fall richtig cool. Hat mich sehr gefreut und danke für die Markierung auf TikTok. Bin ehrlich, hätte mich eher gefreut, wenn du mich auf YouTube markiert hättest, weil TikTok bin ich gar nicht so aktiv, aber ja, sonst alles easy, ne? Aber ich habe gar nicht gewusst, dass das die UVP von Buzz Lightyear, weil ich den getauscht habe, dass das über die 50 Euro weggeht, Alter. Aber egal, gut, dass ich eine Freude mitgemacht habe und ich hoffe mal, du kannst da was
Höheres ertauschen, ne? Aber ja, ich habe dich komplett eingebaut. Also kannst du den ja die VOD reinziehen, ne? Damien Rack, Tony, zockst du PS2 Wireless? Meinst ohne Kabel, meinst du? Man kann kein YouTube verlinken auf TikTok. Ach so, okay. Schade. Naja, ich sag ja, mit TikTok habe ich nicht viel am Hut, ne? Wenn dann YouTube. Aber trotzdem, alles easy, ne? Ich danke dir trotzdem. Aber wie gesagt, war cool, dich da auch mal gesehen zu haben wieder. Ja. So, Kabellos, ach so. Nur in deinem eigenen Profil. Ah, verstehe, okay. Ah, ne, ich kenne mich doch gar nicht so aus, Tono, ne? Auf jeden Fall, alles cool. Toni hat nur YouTube, Insta und OF, Unifans, ja klar, Mann. Also, das ist dann wieder der Tono, den ich euch gezeigt habe eben, ne? Euch den Tausch hier gemacht habt. Da könnt ihr den gerne mal folgen. Habe ich ja noch mal eben gemacht. Ne? Wenn ihr Bock drauf habt, TikTok gerne mal ihn ein Follow da lassen. Ja, noch nie gesehen. Du hast halt 30 neu, die kosten 70 Euro neu, deswegen. Also 15 ist halt. Also dann wird es bei den Stream bleiben. Ja. Können wir 5 machen? Ja, können wir 5 machen. Oh, hab ich doch gesagt, 5 Euro statt 6. Ist doch supi. Nee, ich hab sogar noch 5 Euro. Gesagt. Das ist okay. Ja, 10 noch. 5 hat er jetzt noch. Top, ich danke. Kein Problem. Denn, warte, wie viel soll denn hier sowas kosten? 1 Euro pro Spiel. Konsole habt ihr nicht mehr? Nee, also ich habe noch ein Xbox-Controller, aber sonst... Wie soll der kosten? Wie lange war es noch gestern, ist noch Tono? Also, wo wir ja weggefahren sind, um kurz vor 9, dann war ja wirklich brechenvoll, ne? Also, dann war ja Wetter ja wirklich top, ne? Aber du hast selber gemerkt, ich habe auch nicht so viel gefunden oder du hast auch... Hast auch selber gesagt, da war ja viel überlaufen da im P1 und wahnsinnig, ne? Aber ich war zufrieden, Leute, wo ich den Pokédex heute gekauft habe, also gestern gekauft habe, ne? Guckt mal hier. Richtig cool, ne? Für einen geilen Schnapperchen, ne? Sehr geil. Das war für mich das Highlight des Tages, safe. Also gestern. Super. Der funktioniert noch einwandfrei? Ja. Was soll der hier kosten? 1 Euro. Oh. Können wir euch hier zusammen 5 machen? Ich hab's mir immer lassen. Und jetzt ist das Geld leer. Hast du einen Xbox-Controller? Ja, naja, ist ja. Ich wusste, ich hätte noch ein paar Scanner Figuren mitgebracht. Ja, ein spannender Stand hier auf jeden Fall. Und für den Preis macht man dafür die Spiele und für den Xbox-Controller auf jeden Fall nichts falsch. Geil. Ich habe leider keine Xbox 360. Also, Moment. Wenn es keiner macht, dann mache ich es. Komm. Ich bin mal nicht so. Boah, geil! Boah, geil! Ich wollte mir nochmal eine kaufen, weil ich gesehen habe, dass man da die alten Call of Duties wieder spielen kann. Aber muss ich nochmal gucken. Bis jetzt leider noch keine gefunden. Und ja, die Monster Hunter-Figur, die hätte ich am liebsten auch noch mitgenommen. Die war mir dann aber leider ein bisschen zu teuer. Ich habe übrigens gesehen, damit fast über 80% der Leute... Alter, krass, ey. Die Tasche ist schon fast voll, ey. Schon mega. ...ohne ein kostenloses Abo gucken. Daher, wenn ihr Flohmarkt und Retro-Content feiert, seid ihr hier genau richtig und verpasst kein neues Video der Woche, wenn ihr mich kostenlos mit einem Abo unterstützt. Daher, danke dafür. Da kommen wir schon später zu, wenn wir das Video fertig geguckt haben. So, nächster Start. Was haben wir da Schönes? Bam, bam, bam. Bei PC-Spielen bin ich ganz ehrlich raus, Leute. Ich sammle null PC-Spiele. Big Boxen, je nachdem, was das ist. Aber sonst so. Ist das ein Whisky? Das hier? Nee. Das ist Energy, Digga. Von Neil oder was? Im gleichen Bereich. Mach den mal. Ja, ein bisschen zum Aufpushen. Ich bin noch ein bisschen K.O. von gestern. Im Video? Ach so. Gar nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, DVDs. Project X, ein geiler Film. Hab ich als Blu-ray. Nimmt der den mit?
Film ist richtig cool, sehr witzig gemacht. Ach so, das hier, ja, ja. Ah, geil. Johnny Knoxville, Bad Grandpa. Ein geiler Film, richtig geil. Aha. Morgen. Hi. Wie soll denn hier das kosten? Project X. Was willst du denn aussehen für die Sachen? 1 Euro pro? Nein, 1 Euro nicht. Klassische Antwort auf die Frage. Nee. Was hat er gesagt? Alle 4. Moment. Habe ich gehört, was er gesagt hat, der Verkäufer? Morgen. Hi. Wie soll denn hier das kosten? Project X. Was willst du denn aussehen für die Sachen? 1 Euro pro? Nein, 1 Euro nicht, nee. Was? Alter, das sind DVDs. 1 Euro nicht? Warum? Alter, Blu-rays kriegst du schon mittlerweile für 2 Euro hinterhergeschmissen. Also ich bezahle ohne Witz Blu-ray-Filme, wenn überhaupt, schon länger nicht mehr passiert, aber mehr wie 3 Euro ist nicht. Sogar 2 Euro bezahle ich DVDs. 1 Euro, wenn überhaupt 50 Cent. Die kriegst du niemals quitt. Mehr wie 1 Euro ist total teuer. Geil, also wirklich. Ne? 1 Euro ist wirklich mehr als fair. Oder 50 Cent, genau. Hätte den direkt hingelegt. Höchstens 15. Ja, ist nicht für alle, Dennis, aber 4 Euro ist total fair. Also, oder zum Beispiel 3 Euro, ne? Ein DVD geschenkt. Anime ist okay, da kosten ein paar Euros mehr, klar, aber das sind die Filme gibt's als Blu-ray, als 4K, ne, 4K und alles. Machen wir für alle 4. Ach so, pro, du Dödel, ja. Ja, ach so, ne? Das geht ja, klar, meine ich ja. Ja, klar, 2 Euro, ne, wäre auch okay. Ich hätte 2 angeboten. Ja, das wäre mir auf jeden Fall. Was hat er gesagt? Moment. Machen wir für alle 4 ein 10er. Ja, das wäre mir auf jeden Fall. Was? 10 Euro für alle 4? Nein. Alter, nochmal. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Machen wir für alle 4 ein 10er. 10 Euro, Alter, wie... Alter, was ist das für eine Unverschämtheit, ey? Total kacken dreist. Ja, das wäre mir auf jeden Fall zu teuer. Wie viel nimmst du denn hier für und für die zum Beispiel? Eigentlich wollte ich die mit den... Von Gute wollte ich eigentlich 3 Euro pro Stück verkaufen. Alter, was verlaubt dich? Was ist das für Preise, ey? Ich will nicht unverschämt klingen, aber ey, das ist doch total unverschämt, Leute. Manche Leute wissen halt nicht, war. Hätte 4 Euro. 4 Euro wäre total in Ordnung. 4 Euro, 1 Euro pro Stück. Total fair, aber doch nicht 10 Euro. Das wären über 3 Euro pro Stück. Also, nee, oder 2,50. Ne? In Berlin pro DVD meistens 1 Euro. Ja, glaube ich. 10 Euro haben. Dann wären wir bei 10. Dann würde ich nur den nehmen, weil die sind auch schon ein bisschen nass so. Ja, das ist halt ein bisschen doof, leider. Ja, alles gut, alles gut. Ja, hier beim Stand, da gab es auf jeden Fall DVDs anstatt mal Videospiele. Auch ein cooles Thema, da nehme ich jetzt zum Beispiel auch immer die mit, wo ich quasi die Filme schon gesehen habe, wo ich halt weiß, okay, die sind gut, die Filme, und die stelle ich mir dann mal gerne. Hättest fragen sollen, was der dir zahlt und dass du diese mitnimmst, okay. Gerne in meine Collection für 1, 2, 3 Euro. Aber Tribute von Panem war mir dann leider ein bisschen zu teuer gewesen, deswegen habe ich sie noch liegen lassen. Schönen Sonntag. Ja, ich kann dir verstehen. Alter. Wie soll der denn kosten? Hier bei dem Stand gab es jetzt auf jeden Fall sowas. Iron Man, okay. Wie Panzer, Flugzeuge, also so Actionfiguren-Zubehör. Und sah auch erstmal sehr cool aus, war jetzt aber nicht so richtig was für mich, weil da habe ich halt nicht so den Platz dazu. Aber trotzdem cool, sowas mal optisch zu sehen. Okay, dann danke erstmal. Ich kenne mich da leider gar nicht aus, daher keine Preise. Ja. Schönen Sonntag. Kann nicht alles wissen. Ich auch nicht. Morgen. Morgen. Hast du vielleicht was von Nintendo oder Pokémon? Boah, geil! Okay, genau. Boah, geil. Das ist ja letzte Reihe. Morgen. Hier gibt's Pokémon-Sachen, habe ich gehört. Okay. Oh, ein Bisa-Flor.
Wie viel soll das kosten? Pisa Samen und Pisa Knosp. Ja, nicht schlecht. Wie viel soll das kosten? Schwierige Frage immer. Dann sagen Sie mal was. Ich habe keine Ahnung davon. Also von denen genau. Sie meinte 50, oh wei. Alter, ja, zeigt er gerade. Für 58,53 bei Amazon. Ah, da ist ja 50 auch viel zu viel. Dennoch, auf dem Flomi. Vielleicht die Hälfte könnte man auslegen, ja. Ne, aber, nee. Das wäre mir leider ein bisschen zu teuer. Noch alle Sachen oder nur... Okay, und Videospiele nicht völlig noch? Nee. Okay. Du willst ja versuchen, kleine Schnapperchen zu machen, aber das ist ja... Boah, nee. Stopp, ich danke trotzdem, denn schönen Sonntag noch. Morgen. Du bist ja voll am Regen da ein bisschen, ne? Was ist denn das? Wie soll denn das Spiel kosten? Morgen. Zehner. Cabela's Dangerous Hunts. Ein Bärenspiel, kenne ich ja gar nicht. Leute denken, die haben da Gold liegen. Ja, da sagst du was, Dennis. Sind das zufällig mehr von sowas, Mario und so? Nee, leider nur den einen. Wie viel sind da? Guck mal hier, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Benjamin. Oh Otto, oh Otto. Kann das jemand hier klippen? Nein, Spaß. It's a me, Mario. Auch noch nie gesehen, das Spiel, ja. Die noch so Beyblades oder Bakugan oder andere? Mr. Krabs. Oder Actionfiguren oder sowas? Okay, trotzdem danke, ja. Dann viel Erfolg schon Sonntag. Hat der auch gesprochen, der Synchronsprecher? Der ist ja leider verstorben. Der sieht ja cool aus. Achso, das ist auch total. Oh, das ist ein Mew? Eine Mew-Figur? Krass. Mhm. Wie viel soll der kosten? Felix! Das sieht cool aus. 5 Euro. Wie viel? Lego. Ich überleg's mir nochmal. Danke schon mal auf jeden Fall. Ey, was geht? Ragnar Donnerfaust. Moin, moin. Was geht ab? Fünfer wollte er. Hat sie ihn liegen gelassen oder was? Mr. Flohmarkt? Oh, hätte ich mitgenommen. Nee. Ist das dasselbe? Ah, nee, ein OVP sogar. 9 OVP. 120 Euro. Krank. Hab nur ein Angebot online gefunden. Oh, krass. Ja, ich mitgenommen auf jeden Fall. Und schönen Sonntag. Oh mein Gott, are you crying? No, it's just raining. Moin. Hab es eben gezockt und muss gleich ins Bett. Alles klar. Wir machen auch noch eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann machen wir auch Pengameng, ne? Moin. Oh, ich muss noch ein paar Videos an. Wie soll der Kumpel denn hier kosten? Was? Deins. 3 Euro? Verkauft. Oh. Ich glaube, ich habe aber nur noch 50 Euro. 50 Euro? Dollar. Ich sehe hier auch noch einen. Sieht ja auch cool aus. Wie soll der kosten denn? Ja, der wird eigentlich auch 3 Euro kosten. Machen wir. Boah, auch ey. Uiuiui, teuer. Die Dinos hat er nicht. Okay. Ah ne, ich hab da noch ein paar Euro für das an. Der andere kostet man mehr. Könnte sonst recht klein werden, diese. Ja, und hier mache ich dann nochmal eine kleine Ausnahme. Ich meinte, ich habe nicht so viel Platz, aber... Oh, was gesehen? War für den Preis, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich bin halt wirklich, seitdem ich 5 Jahre oder 4 Jahre alt bin, Dinosaurier-Fan. Und ich habe wirklich von den ganzen Filmen alles gehabt, bis zu Actionfiguren, beziehungsweise die ganzen Dinosaurier-Figuren. Mhm. Da habe ich so viel gehabt und ja, für den Preis dachte ich mir, komm, die nimmst du mit. So Leute, das Video ist schon wieder vorbei. Vielen Dank an alle, die bis jetzt noch da sind. Hier ist noch eine Playlist mit all meinen Flohmarkt-Videos oder hier ein Flohmarkt-Video, wo ich ganz, ganz viele Retro-Konsolen finde. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Mr. Flohmarkt. Ja, cool. Cooles Video von meinem guten Kollegen, Mr. Flohmarkt. So, hier habt ihr den Link zu seinem
einer Folge im Chat. Ein Däumchen nach oben natürlich von mir und yo, dann hau ich noch was Cooles für den YouTube-Algorithmus natürlich. Mies vergesst das am Ende einzufügen. Was einzufügen? Nicht dafür, nicht dafür. Richtig gute, entspannte Lomi-Folge. Playlist habe ich vergessen hinzumachen am Ende. Ach so, das meinst du, ja. Gut, kann ja passieren, ist ja nicht so schlimm, ne? So. Weiter so, Saiyajin, beste Grüße gehen an dich raus. Dein Kollege Tony Goku. Ja? Ha. So. Jungs, Hammer, dass ihr noch on seid. Geht bei Nachtschicht wenigstens so lame um. Ja, wir sind doch noch was online. So. Wir hatten alles reingeschrieben. Kenne ich gar keinen von. Aber ist ja nicht schlimm. So, wir gehen mal kurz im Kanal rein. Ja, wenn ihr auf Flohmarkt und Retro-Content steht, vom guten Mr. Flohmarkt, ne, er ist auch jetzt seit gut, wie lange ist er jetzt doch schon dabei? Über ein halbes Jahr jetzt schon, Mr. Flohmarkt, mit dem dein Content oder länger? Den habe ich ja vom guten André, vom Frotzler, wurde ich bemerkbar von seinem neuen Kanal und habe den halt auch direkt abonniert. Und seit Oktober erst, ne? Also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Ja, gut halbes Jahr. War ich schon gut dran. Ne, vom guten André kennengelernt. Guter, fresher Dude. Guter Newcomer. Und der ist da sehr bestens in dieser Szene drinnen. Flohmarkt Retro Content. Aus Hessen, so viel ich weiß. Lasst ihn sehr gerne mein kostenloses Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Ja, support den jungen Mann auf jeden Fall und ist für mich ein feiner Kerl, sehr sympathisch, sehr, sehr nett und ja, wie gesagt, einfach mal die ganzen Videos mal abchecken und ja, das war's von Mr. Flohmarkt. Grüße gehen raus an dich, Bro. So, das war's von dir. Sehr schön.